Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich heiße euch alle wieder herzlich willkommen zu der bekannten Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Nun, nach dem Desaster bei der letzten Bayernwahl, 10% hat die SPD verloren, werden die Stimmen immer lauter für eine Erneuerung der Partei. Bei allem Respekt vor den Personen Nahles und Scholz, diese beiden Personen stehen meiner Meinung nach nicht für eine Erneuerung der Partei. Hier sitzt ein Mann und ich bin stolz und es freut mich, dass er bei mir zu Gast ist. Er steht für die Erneuerung der Partei. Er ist jung, motiviert und hat die soziale Einstellung, wie es sich für einen Sozialdemokraten gehört. Außerdem ist er bei den Großen hochgeschätzt. Es ist meine Freude, ihn heute bei mir zu Gast zu haben. Begrüßen Sie mit mir den Bundesvorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert. Hallo Kevin. Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Freut mich, dass du zu mir gekommen bist. Na, gerne. Und neben mir sitzt ein guter Freund und Genosse. Du bist schon das zweite Mal bei mir. Das stimmt, ja. Und bist wieder gern gekommen. Das freut mich umso mehr. Ja. Er ist Parteivorsitzender der SPD in Lambertheim und Fraktionsvorsitzender. Richtig. Er kandidiert am 28. Oktober bei der Landtagswahl in Hessen für den Landkreis 54 Bergstraße 1. Das habe ich auswendig genannt. Stimmt. Und will da ein Direktmandat erlangen. Ja. Begrüßen Sie mit mir Marius Schmidt von der SPD in Lambertheim. Hallo Marius. Grüß dich Rainer. Hallo. Freut mich sehr, wieder hier zu sein. Ja. So, wollen wir auslosen, mit dem anfangen? Fangen wir mit dir an, Kevin. Machen wir so. Viele kennen den Kevin natürlich vom Fernsehen, von den Medien. Aber ich denke, ich habe so ein paar Sachen rausgefunden, die noch nicht so bekannt sind. Ich bin gespannt. Der Kevin ist am 1.7.89 in West-Berlin geboren. Mhm. Du bist also 29 dann. Ne? So ist das. Du bist Bundesvorsitzender der Jusos. Und deine Eltern... Oder du stammst aus einer Beamtenfamilie, habe ich rausgefunden. Ja, das klingt nach so einer Dynastie. Also ja, meine Eltern sind es auf jeden Fall beide. Ja, muss ja nicht schlecht sein. Ne? Absolut. Der Vater oder dein Vater ist Beamter in einer Berliner Bezirksverwaltung. Genau. Und die Mutter arbeitet im Jobcenter. So ist es. Also du musst alles verkörpern. Die Beamten, die Arbeiter, die Angestellten, alles. Genau. Alles bei deinen Eltern dabei. Du hast 2008 Abitur am Beethoven-Gymnasium in Berlin-Lankwitz gemacht, so ist das. Wo du auch Schülersprecher warst. Mhm. Daraufhin warst du Mitarbeiter ehrenamtlich in einer Berliner Organisation, die Kinder und Jugendliche bei politischen Vorhaben begleitet. Genau. Dann hast du 3 Jahre bei einem Medienunternehmen gearbeitet, würde ich sagen, gut. Anschließend hast du Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der FU in Berlin studiert, hast dann ein weiteres Fernstudium an der Fernuni in Hagen absolviert, Politik, Wissenschaft und Soziologie? Ja, absolviert noch nicht, da bin ich noch drin. Bist du dabei? Und hast im Berliner Abgeordnetenhaus für die Melanie Kühnemann gearbeitet. Genau. Und jetzt kommt's. 2016 war er im Aufsichtsrat bei Dennis Borussia Berlin. Ja, 4 Jahre insgesamt, genau. Mein Fußballverein in Berlin. Und er ist Fan von Arminia Bielefeld, habe ich gehört. Auch das, genau, weil TB spielt in der 5. Liga und ich dachte mir, ein Verein brauchst du auch noch einen Profifußball, sonst macht es keinen Spaß. Ja, und dann hat er gedacht, die Bayern sind nichts für mich, dann mache ich lieber Berlin. Lieber Dennis Borussia und Bielefeld, das ist so schön, sagen wir so, das Milieu, was ich auch vertrete und da bin ich zu Hause. Die Kleinen und Schwachen, genau. Ihr steht, Bielefeld steht. Habe ich schlau gemacht in der 2. Liga auf dem 12. Platz. Ja, 3 Spiele jetzt hintereinander verloren. Läuft gerade nicht so rosig im Moment. Aber du weißt, früher hat es immer geheißen, wenn die Bayern auf der Alm gewinnen, dann werden sie Meister. Ne? Ja. Es ist immer noch ein Stadion, wo du erstmal gewinnen musst auf der Bielefelder Alm. Ne? Eines der schönsten auch in Deutschland, ja. Tatsächlich. Ja. Ja. Ja, du bist 2005 in die SPD eingetreten, mhm. Kevin. Warst dann Landesvorsitzender der Jusos in Berlin, Steuerpolitik, Rentenpolitik, Strukturpolitik, Rechtsextremismus, Migrationspolitik und Social Media waren deine Aufgaben gewesen.
Ein buntes Potpourri auf jeden Fall, genau. Am 24. November 2017 hat dann der Bundeskongress in Saarbrücken mit 225 von 297 Stimmen zum Bundesvorsitzenden der Jusos gewählt. Der bist du immer noch, ne? Das bin ich immer noch und noch gewählt bis Ende nächsten Jahres, genau. Ja, und was jetzt noch interessanter ist, im Mai 2018 wurdest du vom US-Magazin Time Magazine zu einem Next Generation Leader gekürt. Warum? Weil du fast die Angela Merkel zu Fall gebracht hast. Und nicht nur deswegen, du hast mit deiner No-GroKo-Debatte in ganz Deutschland für Aufsehen erregt und bist durch ganz Deutschland gefahren. Auch bei Markus Lanz war es gewesen, habe ich dich gesehen. Und hast damit für eine Debatte in der SPD gesorgt und auch eine Debatte innerhalb der politischen Parteien in Deutschland. Und deswegen hat das US-Magazin gesagt, so Männer braucht das Land, haben sie dich gekürt zum nächsten Leader der nächsten Generation. Genau. Wunderbar. Haben sie mir vorher gar nicht gesagt, habe ich selber aus der Zeitung erfahren. Ja, ja. Ja, so ist es. Und du bist auch noch kommunalpolitisch aktiv. Und zwar im Bezirk Dempelhof-Schöneberg als Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung. Ganz genau. Also bei Kevin kann man sagen, er ist bundespolitisch aktiv und kommunalpolitisch. So soll es sein. Ich denke, der Marius wird bestätigen können. Ne? Man kann viel über das große Ganze philosophieren, aber ganz vieles wird konkret vor Ort sichtbar und es hilft extrem zu wissen, was in den Niederungen der Kommunalpolitik los ist. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck, ich erstmal wieder ein bisschen eine Stimme kriege. Jawohl. Prost, also es freut mich, Kevin, Marius, dass ihr da seid. Und es wird bestimmt eine gute, interessante, unterhaltsame, informative Sendung. Auf dein Wohl. Auf euer Wohl. So, jetzt geht es wieder viel besser. Auch mit Wasser kann man anstoßen. Ja. Ja. Früher hat es in den Talkshows immer Wein gegeben, aber jetzt gibt es Wasser und Ruder. Ne? Genau. Ne? Marius, ja. Du bist 2 Jahre jünger wie der Kevin. Bist 27. Ja. Bist am 7.7. geboren. Was mir auffällt, letztens war der Simon Schwertfeger da bei mir. Er ist am 8.8. geboren. Ja, also gutes Zeichen. Ne? Und in dem Fall 2 Krebse untereinander. Ja, genau. Vom Sternzeichen her. Du bist gebürtig und wohnhaft in Lambertheim. Richtig. Und bist Politikwissenschaftler. Ich habe dich ja schon mal vorgestellt, aber für alle neu hinzugekommen. Heute schauen bestimmt viele zu, weil der Kevin da ist. Wer hat der Marius nochmal vorgestellt? Du bist Vorsitzender der SPD Bergstraße, bist Fraktionsvorsitzender der SPD Lambertheim, Kreistagsabgeordneter und Sportcoach bist auch noch von Lambertheim. Das stimmt. Ja. Du hast mit 16 Jahren dein erstes Unternehmen gegründet, ein Online-Agentur. Das stimmt, ja. Und eigentlich, Kevin, bräuchten wir hier gerade sitzen. Er weiß alles. Er hat seine Abschlussarbeiten gemacht über das Wahlverhalten der Wähler bei Bundestags- und bei Europawahlen. Also er kann uns genau sagen, wie die Wahl ausgeht. Aber nicht für die Hessische Landtagswahl. Nein, ehrlich gesagt. Da bist du im Selbststudium. Ja, genau. Das ist zu viel der Ehre, aber ich habe mir jeweils untersucht, also im Falle von Europawahlen, und habe mir da erarbeitet, ob praktisch die Zufriedenheit mit Politik auf nationaler Ebene Auswirkungen aufs Wahlverhalten bei Europawahlen hat. Ergebnis ja. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, das war meine Bachelorarbeit, Wahlverhalten von Mitgliedern sozialer Großgruppen bei Bundestagswahlen. Die Bachelorarbeit war ja über das eine Thema. Richtig. Und die Masterarbeit war über das andere Thema. Die Masterstunden ging es ums andere. Ja. Und beides Mal ging es um das Wahlverhalten. Einmal bei der Bundestagswahl und einmal bei der Europawahl. Ne? Völlig richtig. Hast du das gut zusammengefasst. Ja. Also, wenn du nicht Bescheid weißt, wer doch. Ich habe übrigens, Marius, recherchiert bei Infratest DIMAP bei der Hessenwahl wird es allgemein wieder eng. Ja. Das heißt, die Mehrheiten für CDU und Grüne fallen weg. Aber auch die SPD kommt nicht an das Ergebnis, das sie bei der letzten Landtagswahl erreicht haben, ran. Die AfD kommt leider zum ersten Mal, sagen die, in den Hessischen Landtag. Also die schwarz-grüne Mehrheit, Koalition, muss mir ihre Mehrheit bangen. Es wird dann so ein Hin und Her Wettlauf wieder werden, wer mit wem, so wie im Bund. Ne? Also können wir uns darauf einstellen, dass die Fraktionssitzungen etwas länger werden nach der Wahl. Wenn es so wird, wie es vorausgesagt wird. Ja. Ja,
hast dein erstes Unternehmen gegründet mit 16 Jahren, Marius. Ja. Eine Online-Agentur, Webdesign. Richtig, ja. Und warst dann verschiedentlich aktiv als wissenschaftlicher Mitarbeiter, arbeitest heute im Büro vom Robert Schmidt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und wirst dann am 28. Oktober hoffentlich direkt gewählt für den Landtag. Schauen wir mal. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, Kevin und Marius, dann bist du Parteivorsitzender der SPD. Oh, Gott, das will ich und du, Marius, bist Landtagsabgeordneter der SPD. Dann ist die Welt wieder ein bisschen besser in Ordnung. Für den zweiten Teil machen wir heute auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das genau. Ist ja, ja. Gibt es das Unternehmen eigentlich noch? Das gibt es tatsächlich noch. Ich habe mir damals mit einem Freund im Endeffekt Abi und Studium finanziert. Ja. Wir haben halt, also andere gehen Kellnern oder machen andere Geschichten. Wir haben halt gesagt, wir nutzen unser Talent anderweitig, was wir haben. Haben halt Werbedienstleistungen gemacht, Flyer-Design, Faltblätter, Webseiten gebaut. Macht unheimlich viel Spaß. Man lernt eine ganze Menge Leute kennen und manches auch über selbstständige Gewerbetreibende, was man so vielleicht im politischen Alltag erstmal nicht offenbart bekommt. Und kann man in der Politik auch brauchen, die Eigenschaften. War eine tolle Schule, wirklich. Oder ist es auch immer noch. Dein Slogan für die Wahl, Marius, ist Mauern einreißen und Grenzen überschreiten. Ja. Das klingt schon mal gut. Ne? Ja. Ja. Solange es friedlich ist. Ne? Richtig, na klar. Das setzen wir voraus bei der SPD. Ja. Kevin, du hast ja für Schlagzeilen gesorgt mit deiner No-Progo-Debatte. Mhm. Und mir ist aufgefallen bei dem SPD-Parteitag in Berlin, da haben die meisten jüngeren Parteimitglieder alle für dich gestimmt, für deinen Antrag. Die Älteren dagegen. Ist es eine Generationenfrage? Nee, das hat man dann spätestens in Bonn im Januar bei dem zweiten Parteitag gesehen. Da ist es ja ganz, ganz knapp gewesen. Da ging es ja wirklich einmal quer durch den Saal durch. Mhm. Alter ist ja keine Qualifikation. Also weder machen Ältere automatisch bessere Politik, noch machen das Jüngere, sondern es ist immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft, gibt brauchbare Leute und weniger brauchbare Leute. Aber klar, ich bin natürlich daran interessiert, dass Jusos stärker werden, weil wir sind ja nicht einfach nur jung, sondern wir sind jung und haben eine bestimmte politische Richtung, in die wir auch laufen. Mhm. Und gerade junge Menschen sind heute einfach unterrepräsentiert, nicht nur auf Parteitagen der SPD, da geht es sogar eigentlich noch, aber vielmehr noch, wenn man in Parlamente reinguckt, ne, im Bundestag sitzen über 700 Abgeordnete und 12 davon sind unter 30, also das unterste oder das erste Altersdrittel unserer Gesellschaft wird von 12 Leuten im Bundestag repräsentiert, das ist eigentlich kein Zustand für die Demokratie. Mir ist so aufgefallen, wie dann die Kärtchen hochgehalten wurden. Die grünen Kärtchen kamen meistens von den Jüngeren, die roten mehr von den Älteren. Ja, das also natürlich. Vielleicht war Zufall. Ja, ein bisschen mehr rebellisches Bewusstsein ist bei Jüngeren natürlich schon vorhanden und viele Ältere hatten einfach auch noch das Vertrauen, dass das wird schon funktionieren und die werden jetzt ordentlich verhandeln. Heute kommen sehr häufig Leute zu mir und sagen, ich habe damals mit Ja gestimmt, wenn ich es nochmal ändern könnte, dann würde ich es nochmal ändern. Ja. Nachher ist man halt immer schlauer. Ja. Kevin, du bist 2005, wie gesagt, in die SPD eingetreten und du stehst für drei Dinge. Einmal bist du für die Besteuerung des Vermögens. Mhm. Dann bist du natürlich, wie es sich für einen Sozialdemokrat gehört, für eine Erhöhung des Mindestlohns von 8,84 Euro auf Minimum 12 Euro. Mhm. Dann bist du für die Bekämpfung von Leiharbeit. Mache ich natürlich auch, klar. Was für ihn gilt, die für dich auch. Dann sagst du, Kevin, die ALG 2 Schikanen, das Arbeitslosengeld 2, führen abgeschafft. Vor allem die Sanktionen. Ja. Aber sind die anderen Politiker zu feige, um es zu fordern? Oder ich meine, wenn jemand das fordert, kann er doch eigentlich nur positive Reaktionen erwarten. Mhm. Warum machen das die anderen Politiker nicht? In der Deutlichkeit wie du. Wenn man sich das in der SPD anguckt, muss man sich, glaube ich, eins vor Augen führen. Es sind noch viele politisch aktiv, die damals mit dabei waren, als die Hartz-Gesetze beschlossen wurden. Ja. Und nun sind die nicht alle völlig verbohrt und haben nicht mitgekriegt, dass das Leben von vielen Menschen schlechter gemacht hat, sondern das wissen die sehr wohl.
Aber es passiert was ganz Menschliches. Viele haben ein Problem damit, irgendwann mal einzugestehen, dass sie auch Bockmist gebaut haben, dass eine politische Entscheidung vielleicht auch nicht so klug war. Und das ist der Grund, warum die SPD oder Teile der SPD seit 10, 15 Jahren immer versuchen zu sagen, ja, wir müssen da noch Sachen dran reformieren und da auf Seite 3 in Spiegelstrich 5, da müsste vielleicht doch nochmal was geändert werden. Aber das öffentliche Urteil über Hartz IV ist gesprochen. Ja. Ja, die Mehrheit sagt ganz klar, das entspricht nicht unserem Gerechtigkeitsempfinden und das liegt daran, dass man eine Grundsicherung hat und der Staat gleichzeitig sagt, aber es gibt auch noch Sanktionen bis auf null runter. Das ist für mich ein in sich Widerspruch. Wenn etwas eine Grundsicherung ist, dann kann da nichts mehr drunter gehen. Ja. Das geht nicht. Und das Gleiche ist eben mit dem Arbeitslosengeld 1, dass man ganz, ganz schnell nach langer Zeit der Erwerbstätigkeit in Hartz IV fällt, dass man sein Vermögen dann aufbrauchen muss, ist ja was, was Martin Schulz 2017 so stark angesprochen hat. Da haben Leute das Gefühl, ich falle hier durch das soziale Netz. Und dafür muss man nicht mal selbst betroffen sein, sondern allein, dass man das im Fernsehen sieht und am Stammtisch und im Bekanntenkreis hört, sorgt schon dafür, dass die Leute sagen, der Sozialstaat hat Löcher und das sollte er in einem reichen Land eigentlich nicht haben. Ich meine, man kann ja viel sagen über die Hartz-Gesetze, aber eigentlich war ja die Idee, Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen, gar nicht so schlecht. Ne? Als Grundidee. Ja. Aber dann gibt es natürlich in der Politik immer wieder Leute, Firmen, die das negativ oder für ihre Zwecke positiv ausnutzen. Mhm. Und da müsste die Politik dann hergehen und sagen, Moment, stopp, so geht's nicht, so war es nicht gemeint. Und diese Nachbesserung, die hat halt gefehlt. Ja. So sehe ich das. Siehst du das auch so? Ja, das Versprechen war ja damals fördern und fordern. Mhm. Und viele Betroffene sagen halt heute, ja, gefordert wurde immer viel von mir, das mit der Förderung. Wenn ich dann den 8. Kurs in wie schreibe ich eine Bewerbung machen muss, dann fühle ich mich nicht gefördert, sondern dann fühle ich mich vor allem drangsaliert und in eine Beschäftigungstherapie geschoben. Und insofern, die Idee war gut zu sagen, wir holen Leute aus der alten Sozialhilfe raus, wo sie geparkt waren und wo man ihnen kein Angebot gemacht hat, aber die Umsetzung ist mangelhaft gewesen. Das ist doch genauso wie der Leiharbeit. Ich weiß, am Anfang hat es geheißen, man will damit Leuten, die schon länger arbeitslos sind, wieder eine Chance geben, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Eine gute Idee. Was ist daraus geworden? Die Leute werden meistens ausgenutzt. Und da muss die Politik einschreiten, wenn sie merkt, es wird eben nicht so umgesetzt, wie es eigentlich gedacht war. Ja. Und da liegt der Fehler drin. Vielleicht nicht mal in dem Gesetz selbst, sondern in wie das gehandhabt wird. Und Marius, so weißt ja, der Mensch hat gute und schlechte Seiten und jeder versucht immer für seine Seite das Positive rauszuziehen, so machen es auch die Firmen. Und da muss die Politik sagen, und muss sozial, wie es ein Sozialdemokrat zu tun hat, handeln. Und das macht ihr beide vorbildlich. Und deswegen muss auch da rangegangen werden, muss es endlich mal verbessert werden. Auch, ich habe gelesen, im nächsten Jahr soll der Grundregelsatz um 8 Euro erhöht werden. Das musste mal jemand verkaufen, der sagt, da ist doch die Verwaltungsarbeit oder die Verwaltungskosten sind noch teurer wie der ganze Aufwand. Die sehen es teilweise auch mit Recht als Verarsche an. Das musst du vor allem mal jemandem erzählen, der in einem Landkreis wohnt wie dem unsrigen, wo die Kosten der Unterkunft so niedrig sind, dass er im Endeffekt aus dem Hartz-IV-Regelsatz Teile der Miete bezahlen muss, dem helfen die 8 Euro nicht weiter. Ja. Das ist definitiv so. Ich will nur eine Anmerkung noch zu dem machen, was ihr gesagt habt. Ich stimme euch da inhaltlich zu. Ich bin aber, Gott sei Dank, und da will ich jetzt meine Lanze auch für diesen innerparteilichen Prozess im Umgang mit dieser Agenda 2010 brechen, in der SPD eingetreten, die mittlerweile erkannt hat, dass Leih- und Zeitarbeit definitiv problematisch ist, dass das zu einer Verwerfung auf dem Arbeitsmarkt geführt hat. Und auch einer SPD bin ich beigetreten, die festgestellt hat, es ist so, dass wir mit der Agenda 2010 Arbeit organisieren wollten und später haben wir noch den Begriff dazu gefügt, gute Arbeit. Ja. Und in meinen Augen ist es ein Selbsterkenntnisprozess, auf den wir da sind, der in meinen Augen noch ein wenig dauert, aber der definitiv auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube auch, wenn man das letzte Bundestagswahlprogramm bei aller Kritik, die man daran üben kann, richtig liest, dann ist es so, dass wir den Kern dieser Reformen damals im Endeffekt sozial richtig ausstaffiert hätten, wenn wir diese Reformen eben hätten umsetzen können. Aber die politischen Mehrheiten erlauben es uns nicht, da so frei zu agieren, wie wir beide das auch gerne wollen. Also das möchte ich an der Stelle noch hinzufügen, ohne in Abrede zu stellen, was ihr gesagt habt, bei der liegen wir auf Linie. Ja, Kennedy sagt mal immer, wenn du bundespolitisch aktiv bist, dann bist du so ein bisschen ab von der Kommunalpolitik. Bei dir ist nicht der Fall. Du bist kommunalpolitisch aktiv,
Normal ist es dasselbe. Ist es eine Frage der Organisation oder der Einstellung, dass man sowohl in der Bundespolitik als auch in der Kommunalpolitik gleichzeitig was tun kann? Machen wir es vielleicht nochmal? Ja gut, in der Bundespolitik bin ich jetzt nicht so involviert, wie das der Kevin ist. Bei mir ist es dann eher die landespolitische Bühne. Ich glaube einfach, Kommunalpolitik ist Königsdisziplin. Sämtliche Probleme, die es in diesem Land gibt, tauchen irgendwann im Rathaus auf. Ja. Das ist einfach so. Wo kommen denn die Leute hin, wenn sie eine Wohnung suchen und keine finden? Im Endeffekt zu uns. Wie sieht es eben aus, wenn Busse nicht fahren? Wo kommen die Leute dann hin? Sie kommen zu uns. Ja. Wer muss sich mit den Menschen auseinandersetzen, wenn es um kaputte und marode Schulen geht? Ja, das sind wir vor Ort. Ja. Und dementsprechend bin ich der Meinung, es ist die beste Schule, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ja. Es ist nah am Menschen, es sind sichtbare Projekte und es macht einfach irrsinnig viel Spaß, weil es plastisch sichtbar ist und angreifbar ist, fühlbar ist, was man dort für die Leute bewegt. Also ich finde, es gibt keine bessere Schule. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei all dem Idealismus, der auf der Ebene noch gelebt wird, sage ich mittlerweile, es gibt fast keine schönere, kollegialere und idealistischere Ebene als die kommunale. Also mir macht es total viel Spaß, Fraktionsvorsitzender bei uns zu sein und Kreistagsabgeordneter zu sein. Marius, jetzt habe ich mal die Arbeit gemacht. Hat man deine politischen Gegner rausgesucht. Ach, okay. Das ist einmal von der CDU der Alexander Bauer. Richtig. FDP Stefanie Teufel. Ja. Von den Grünen die Aline Zukowski. Mhm. Von der Linken Jannik Mildner. Und von der AfD Stefan Adler. Und der Wahlkreis 54 Bergstraße 1 heißt es, umfasst die Städte Biblis-Bürstadt, Einhausen, Großrohrheim, Heppenheim, Lambertheim, Losch und Viernheim. Herr Großrohrheim gehört mittlerweile zum Wahlkreis Bergstraße Ost, ach so, weil unser Bevölkerungswachstum so groß ist. Wir sind eine sehr dynamische Wachstumsregion, sodass man also Großrohrheim dem Ostwahlkreis zuschlagen musste, weil wir ansonsten den Rahmen gesprengt hätten, was die Größe des Wahlkreises angeht. Aber sonst alles richtig. Gut recherchiert, Rainer. Liebe Zuschauer, denkt am 28. Oktober daran, bevor ihr das Kreuz bei der AfD macht, macht es lieber gar nicht. Weil es hat keinen Sinn, eine Partei zu wählen, die auch schlaue Köpfe hat, ganz klar. Aber die kein Programm hat, zumindest bundesweit kein Programm. Und die Leute in ihren Reihen hat, wo man manchmal zweifelt, ob sie noch demokratische Einstellungen haben. Also, wählt am 28. Oktober die SPD, dann ist der Marius mit seinem Direktmandat vertreten. Ja. Und da habt ihr was getan, was für eure Zukunft viel, viel besser ist, als wenn ihr euer Kreuz woanders macht. Das war gut, ne? Marius! Ist gekauft. Genau, als Werbespot. Marius! Ja. Nicht, das meine ich auch ehrlich so. Das weiß ich. Wenn man eure beiden Lebensläufe so mal studiert, auch beim Simon zum Beispiel oder beim Sebastian Dini, habe ich immer den Eindruck, die besten Politiker kommen daher, die schon viel in ihrem Leben aus verschiedenen Richtungen erlebt haben. Du, Marius, warst Chef einer Agentur, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Studium. Du, Marius, ne? Er hat auch studiert, dein Vater Beamter, die Mutter arbeitet im Jobcenter. Das heißt, ihr kennt alle gesellschaftlichen Strömungen. Und das, finde ich, ist bei einem Politiker das A und O, dass er sich in allen Gesellschaftsschichten auskennt. Und das fällt mir auf, bei allen guten Politikern, dass es so der Fall ist. Würdet ihr das unterschreiben oder ist es Zufall? Ich glaube, es geht vor allem darum, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich zu interessieren, auch für seine Mitmenschen. Also häufig wird ja versucht, so politische Mitbewerber dadurch zu disqualifizieren, dass man sagt, na, du bist ja, wie willst du denn Politik für Bauarbeiter machen? Du bist ja gar kein Bauarbeiter. Aber man kann nicht alles gleichzeitig sein. Man kann nicht Bauarbeiter, Steuerfachangestellter, Politikwissenschaftler und alles Mögliche sein, aber man kann sich dafür interessieren, was die jeweils anderen Gruppen machen. Ja, man kann offen auf sie zugehen, mit ihnen reden, sie nicht abfällig behandeln oder von oben herab, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, das ist das, was man gerade in der Kommunalpolitik insbesondere lernt, dass man alle so nimmt, wie sie sind und sie auch als Experten in eigener Sache sehen. Ich meine, in der Politik, der Sigmar Gabriel hat das mal ganz schön gesagt, wir sind Universaldilettanten. Wir haben von allem so ein bisschen Ahnung, aber von nichts so richtig. Und wir haben die Aufgabe, rauszugehen und zu jedem Thema mit denen zu sprechen, die das jeden Tag machen
und uns von denen auch ein paar Tipps zu holen, wie das funktioniert. Wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie man, das muss ich zum Beispiel jetzt in dem Erneuerungsprozess der SPD, wie man dieses Hartz-IV-System zugunsten von etwas Besserem überwinden kann, ja, dann kann ich mich zu Hause eine Woche einschließen und mir schlaue Studien durchlesen. Ich kann aber vor allem auch eins machen, ich kann rausgehen, ich kann mit Leuten in Sozialverbänden sprechen, in den Arbeitsagenturen, bei den Vermittlungen und so weiter und kann versuchen aufzunehmen, was erleben die denn jeden Tag, was machen die für Erfahrungen, weil warum soll ich nochmal alles durchdenken, was die schon längst für sich beantwortet haben. Ich mache mit meinen Gästen nur so eine Kurzfragerunde. Der Marius hat schon mal miterlebt. Ja. Du kannst dich gerne wiederholen, Marius, also musst du nichts Neues erfinden. Ich frage euch beide. Was sind denn eure Ziele für die Zukunft? Fängst du an? Dann persönlich oder politisch? Politisch, persönlich? Naja, politisch kann man, glaube ich, in diesen Zeiten nur sagen, mir geht es darum, dass wir keine Zeitreise in die Vergangenheit wieder zurückmachen. Im Moment werden politische Kräfte stärker. Die wollen die Uhr einige Jahrzehnte zurückdrehen, manche in die 50er, 60er Jahre, manche noch ein bisschen weiter zurück. Und was unsere Generation, glaube ich, gerade merkt, ist, dagegen muss man sich wehren. Ja, also, dass wir in eine Welt reingeboren wurden mit einem offenen Europa und so, das ist halt keine Selbstverständlichkeit, sondern das muss man verteidigen. Das wäre ein Ziel und persönlich, naja, das Übliche. Also mit Gesundheit und guten Freunden und Familie ist die halbe Miete eigentlich immer schon drin. Ja, genau. Marius? Kann ich mich anschließen, persönlich in erster Linie gesund bleiben und Gesundheit für alle, die ich mag, die mich mögen. Und politisch ist es mir ganz besonders wichtig, halt auch nicht nur Werbung für unsere Partei zu betreiben, das machen wir automatisch auch mit solchen Auftritten, aber auch Werbung für unsere Demokratie zu betreiben, diese zu erhalten und auszubauen. Wir haben zu unserer Geburt Geschenke erhalten im Sinne von Freiheit und Demokratie und die immer wieder zu verteidigen, andere davon zu begeistern und vor allen Dingen auch über den Tag hinaus als integre Person gerade auch diesen Wahlkampf zu nutzen, um zu zeigen, dass man uns als Sozialdemokraten besonders vertrauen kann. Das ist mein Ziel, unabhängig jetzt auch vom Ergebnis am Sonntag. Der Kevin hat schon ein bisschen vorausgenommen. Was wünscht ihr euch, was die Zukunft der SPD anbelangt? Wo soll es hingehen? Marius. Ich bin der Meinung, wir brauchen klarer zugespitzte Positionen. Wir dürfen uns da nicht verwaschen lassen, in meinen Augen. Wir müssen klar sagen, für was wir stehen. Ja. Ich wünsche mir eine gute innerparteiliche Debattenkultur. Wir müssen Leute mitnehmen. Man muss sich selbst wirksam fühlen, wenn man in der SPD ist. Ich wünsche mir eine vernetzte SPD. Kevin hat das Richtige angesprochen. Politik braucht Partner. Es gibt Expertinnen und Experten, die Dinge besser beurteilen können als wir. Denen sollten wir uns bedienen. Mit denen sollten wir auch Partnerschaften eingehen, so wie es jetzt auch die hessische SPD macht, mit dem Deutschen Beamtenbund und mit dem DGB, wo wir ein Bündnis für Beschäftigung im öffentlichen Dienst geschlossen haben, auch vor der Landtagswahl. Und ich glaube, ganz zum Schluss wünsche ich mir, wenn ich all das zusammennehme, auch in Zukunft wieder ein paar bessere Wahlergebnisse, als wir es in der Vergangenheit erzielt haben. Und damit auch eine Voraussetzung, die ich, glaube ich, aber noch unterbringen will hier. Es bringt nichts, wenn wir immer nur auf diese Umfragen gucken und auf Koalitionsdebatten und auf diese und das alles runterbrechen auf die Frage von Machtgewinn, Machterhalt und arithmetischen Bündnissen unabhängig von Inhalten. Wir sollten für uns werben und sollten am Ende alle, außer der AfD, das sage ich auch ganz offen, doch gerne einladen, wenn ihr mit uns mitmachen wollt, wenn ihr sagen wollt, wir haben diese und jene Ziele, ihr unterstützt es, dann gerne, aber im Endeffekt aufhören uns mit Koalitionsdebatten zu beschäftigen, die am Ende losgelöst sind von der Frage, für was die SPD eigentlich steht. Und dann, glaube ich, ist uns eine gute Zukunft was auch Was wünscht sich der Bundesvorsitzende, der Junus, für die SPD? Ich wünsche mir für die SPD und arbeite auch dafür, dass sie wieder Alleinstellungsmerkmale findet. Wir haben einen Bundestag mit 7 Parteien. Es ist wichtiger denn je, dass man Leute nachts um 3 wecken kann und die sagen können, die Sozialdemokratie steht anders als alle anderen für erstens, zweitens, drittens. Ja. Da sind wir heute zu schwach. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, ich will das nicht unnötig dramatisieren, aber Parteien werden nicht aus Artenschutzgründen gewählt. Ja, es steht nicht im Grundgesetz drin, es hat eine SPD zu geben und sie hat mindestens 20% zu haben. Ja. Sondern wenn wir irgendwann nicht mehr begründen können, warum es uns braucht, dann passiert uns das, was unseren Schwesterparteien im Ausland schon passiert ist. Und da sind in Frankreich und Co., das sind Leerstellen heute in der politischen Landschaft und das möchte ich mir für Deutschland nicht vorstellen. Gibt es für euch einen Sehnsuchtsort, den ihr besuchen wollt, wo ihr sagt, da will ich in meinem Leben unbedingt mal gewesen sein, Kevin? Es gibt diesen Ort, aber da bin ich schon ganz oft gewesen und fahre immer wieder hin. Für mich ist das Lissabon.
Da bin ich mindestens alle 2 Jahre, sonst wird die Sehnsucht zu groß. Und da, wenn ich dann eine halbe Stunde nur angekommen bin, bin ich völlig raus aus allem anderen. Spricht der Kevin Portugiesisch? Nein, aber das ist so ein großes Ziel. Im Moment ist es nicht realistisch, weil ich nicht die Zeit habe, es zu lernen. Aber wenn ich nochmal eine Fremdsprache neu dazu lerne, dann sehr gerne Portugiesisch. Marius, hast du einen Ort, wo du sagst, da will ich nochmal hin oder da muss ich mal gewesen sein? Also ich liebe auch einen geografisch verortbaren Platz auf dieser Welt. Ja. Der ist nicht ganz so städtisch wie Lissabon. Das sind die Bayerischen Alpen. Gut. Einmal auf den Königssee schauen und auf all das, was da so dranhängt, und dann bin ich auch wieder ganz bei mir. Jetzt frage ich euch beide, Marius, Kevin, welche Person, die ihr noch nicht getroffen habt, ihr habt schon viele Leute getroffen, wollt ihr mal unbedingt treffen und mit dem mal sprechen? Positiv, negativ, egal wie. Ui. Hast du jemanden? Ich muss nachdenken. Also. Ich muss auch überlegen. Also ich kenne die alle auf der Bundesebene nicht so gut, wie du die kennst. Ich könnte mich jetzt ohne Probleme da auf einen unserer Bundespolitiker konzentrieren. Aber ich glaube, ich fände jetzt ohne Scherz den Oskar Lafontaine mal ganz interessant. Ja. Weil ich gerne eine Antwort auf die Frage bekommen würde, warum man nicht innerhalb der SPD für seine Positionen kämpft, sondern sie dann einfach so mir nichts, dir nichts verlässt. Ja. Die Frage würde ich ihm gerne stellen. Ich glaube, er hat auch eine intelligente Antwort drauf. Und dann könnte er mir auch ein paar Tipps geben oder könnte uns ein paar Tipps geben, wie man absolute Mehrheiten erreicht. Die hat er ja im Saarland lang genug gehabt. Und du, Kevin? Mir fallen bei solchen Fragen immer tote Menschen ein, die ich gerne noch getroffen hätte und bei denen es sich nicht mehr ergeben wird. Ne? Ja. Ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne den Roger Willemsen mal getroffen, dem ich unglaublich gerne in Talkshows zugeguckt habe, weil ganz viele kluge Gedanken auf eine wahnsinnig freundliche Art rübergebracht wurden. Ja. So eine Leute fehlen mir heute häufig. Aha. Wenn ihr als Tier im neuen Leben geboren werden würdet, was für ein Tier würdet ihr denn gerne sein, Kevin? Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber manchmal soll man ja seinem Bauchgefühl folgen und einfach das sagen, was einem als erstes gerade in den Kopf gekommen ist, und das war ein Känguru. Das hatte ich noch nicht. Das, siehst du? Das hüpft und ist, freut sich seines Lebens. In großen Sprüngen voran. Und bringt die ganze Sache in Bewegung. Schön. Das passt ganz für genau. Mal hat was im Gepäck. Wenn ich wiedergeboren würde als Tier, so von meinem Naturell her, ich glaube, ich wäre eher ein ruhiges Tier, kein Trampeltier, kein Elefant. So sprunghaft wie ein Känguru wäre ich, glaube ich, auch nicht. Ein Koala-Bär wäre doch klasse. Da könnten wir beide in Australien gemeinsame Sachen machen und könnten mal gucken, wie wir den Urwald dort regieren, oder? Du musst dann den Kevin beobachten. Richtig. Baum aus, wie er rumhüpft. Ja. Und ich aktiv ist. Ich sammle ein paar Eukalyptusblätter für ihn mit dann. Kevin, ich habe gelesen, du trittst dafür ein, dass die Parteien wieder mehr polarisieren. Ja. Also wie du eben gesagt hast, klare Kante zeigen, damit die Parteien, die eben rechtsextremistische Tendenzen haben, eben nicht auf diesen Zug aufspringen können, sondern dann, damit man weiß, die SPD steht ganz klar für das und für das und für das. Warum ist das bei der SPD verloren gegangen? Ich meine, wenn ich die Frau Nahles sehe, wie sie Bundesarbeitsministerin war, hat sie eine gute Arbeit gehabt. Ja. Aber jetzt hört man auch, wenn sie in der Regierung ist, wenig, hat man in einer Regierung zu viel Respekt voreinander und verliert sich damit gegenseitig in seinen Ansichten. Wie siehst du das? Das ist, glaube ich, ein ganz menschlicher Effekt, dass diejenigen, die als Ministerin, Minister, als Abgeordnete 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag mit Gesetzesvorhaben, Ausschusssitzungen und so beschäftigt sind, sich mit Gewerkschaften und Verbänden treffen, dass die irgendwann sehr in dieser Welt der Spiegelstriche und des Klein-Kleins drin sind. Ja. Und als Leute, die Politik machen, würden wir, glaube ich, immer, also ich würde sie immer dafür verteidigen, weil Politik geht am Ende nur so, dass jemand auch diese Arbeit macht. Ja. Aber wenn ich der Breite der Bevölkerung erklären möchte, was mein Ziel ist, wofür ich brenne, was mich antreibt, dann kann ich denen nicht eine Liste von Spiegelstrichen präsentieren, sondern muss eine Haltung zum Ausdruck kommen. Und das ist unseren Leuten in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich würde das nicht für die ganze SPD so unterschreiben, weil ich finde, wir haben ja gerade Anfang des Jahres gesehen, was für eine Begeisterung das entfachen kann, wenn auf eine
zivilisierte, demokratische Art miteinander gestritten wird. Uns ist immer erzählt worden, Parteitage müssen ganz friedlich sein, bitte keine Änderungsanträge stellen, alles einstimmig, die Leute wollen keinen Streit. Aber diese Parteitage haben niemanden interessiert. Und dann haben wir in Bonn mal richtig gestritten, 6 Stunden. Und was war? Die Leute saßen wie beim Tatort zum Hause vorm Fernseher und konnten nicht mehr wegschalten. Und danach sind 25.000 Menschen in die SPD eingetreten. Ja, ja. Die wollen, dass eine Auseinandersetzung um den richtigen Weg stattfindet. Ist ja auch ganz logisch. Man will ja wissen, warum man eine Partei wählt. Ja. Wenn man nichts weiß oder zu viele Gemeinsamkeiten dargestellt werden, dann bringt es nichts. Für jede Partei ist es Gift. Ganz klar. Absolut. Wenn ich dran denke, früher die Rededuelle zwischen Wehner und Strauß, legendär. Ja. Also ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass ein Peter Gauweiler den Oskar Lafontaine zum Geburtstag gratuliert, ja, und als Freund bezeichnet. Das wäre früher nicht denkbar gewesen. Auf der einen Seite ist es vom Menschen her vielleicht eine Weiterentwicklung. Aber politisch ist es halt nicht gut, weil die Wähler wissen gar nicht, ja, wo sind denn, wie du sagst, die Unterschiede. Ja. Marius, ja, jetzt bist du dran. Du kannst deinen Wählern, es werden hoffentlich viele sein am 28. Oktober, nochmal erklären, warum sie den Marius Schmidt wählen sollen und nicht, wie heißen die anderen Kollegen? Das haben wir ja eben schon, haben wir schon eben erarbeitet, wie die heißen, die Kollegen. Aber warum, was ist der große Unterschied zwischen dir, der SPD, und den anderen Parteien, den anderen Politikern? Also ich schaue jetzt mal direkt in die Kamera, ja, um sozusagen den Wählerinnen und Wählern auch nochmal, genau, mein Gesicht in Frontalansicht zu präsentieren. Auf meinen Plakaten schaue ich ja immer so ein bisschen links nach, ja, oben in eine imaginäre Zukunft. Und genau links ist gut. Links ist gut, ja. Genau, das soll auch mein Einstieg sein. Ja. Unser Slogan in Hessen heißt Zukunft jetzt machen. Warum haben wir den gewählt? Weil wir, glaube ich, die Zukunft in den Mittelpunkt unseres politischen Ansatzes stellen. Wir, ja, führen keinen Bilanzwahlkampf, sondern wir gehen mit klarer Haltung und klarem inhaltlichen Kompass in die nächsten 5 Jahre. Viele, viele Dinge, die der Bundes-SPD im Moment vorgeworfen werden und vielleicht zum Verhängnis werden können in der jetzigen Phase, haben wir in Hessen schlicht und ergreifend schon hinter uns. Wir sind eine geschlossene Truppe. Wir sind in meinen Augen mit einer klaren inhaltlichen Programmatik erkennbar. Und wir haben auch, so denke ich, mit Thorsten Schäfer-Gümbel einen Spitzenkandidaten, der eine ehrliche Haut ist und mit dem man wirklich, glaube ich, in Zukunft Hessen auch gut und sozial und gerecht gestalten kann. Eine Stimme für mich persönlich ist eine Stimme für die Erneuerung der SPD. Ich bin die nächste Generation, die bei uns an die Arbeit gehen möchte, mit einem neuen Stil, einem zuhörenden Stil, einem mitnehmenden Stil, aber gleichzeitig auch einem zupackenden Stil. Probleme erkennen, aufnehmen und lösen, das soll meine Aufgabe als Abgeordneter sein. Und eine Stimme für uns am 28. Oktober ist eine Stimme für mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen, 30.000 neue Wohnungen jährlich, anstatt rückgehende Wohnungszahlen in Sozialbindung. Eine Stimme für uns ist eine Stimme für gebührenfreie und qualitativ gute Bildung in Kinderkrippen, Kindertagesstätten bis hin zum Masterabschluss und zum Meisterabschluss. Dafür stehen wir ganz klar. Und eine Stimme für uns ist eine Stimme für bessere Verbindung von Stadt und Land. Das heißt mehr Bus und Bahn in der Fläche und auch in den Metropolen. Und so wollen wir in Zukunft Hessen gestalten. Und ich bitte dabei herzlich um Unterstützung von allen Generationen, die Interesse daran haben, genau diese Themen voranzubringen und die ein Interesse daran haben, eine neue Generation auch in politischer Verantwortung zu sehen. Dafür stehe ich bereit und dafür treten wir am 28. Oktober an. Ich habe so das Gefühl, bei der SPD wächst jetzt so die nächste Generation an Politikern heran. Und da sehe ich sehr positiv in die Zukunft, nicht nur für die SPD, auch für die Bürger. Weil der Horst Zieler hat mal gesagt, auch die Jutta Steinhoff, ich bin als Politiker vom Bürger gewählt und nicht vom Staat. Mhm. Und der Horst Zieler hat gesagt, ein Politiker muss kein Experte sein, das sind vielleicht Professoren, sondern ein Politiker muss zuhören können, die Sorgen ernst nehmen und das Beste für die Bürger rauszuholen. Aus einer Sicht, wenn die alle teilen würden, dann wären wir in der Politik ein Stück weiter. Ja. Was ich zum Schluss jetzt noch mit euch besprechen wollte, ist die Lage auf der weltpolitische Linie. Da gibt es immer, wir haben schon mal kurz besprochen, Marius, wie du da warst, gibt es immer mehr Regierungschefs, Trump, Orban, Erdogan, die nationalistisch denken. Wie kann man solchen negativen Herrschern, die vielleicht für Erfolg momentan noch gut sind, aber auf Dauer auch nicht, wie kann man denen begegnen? Durch Sanktionen, oder? Kevin, was denkst du?
Na, zunächst mal wird es darum gehen, zu zeigen, dass unser demokratisches System, was nicht auf einen autoritären Herrscher ausgerichtet ist, völlig egal, ob er Trump, Putin, Erdogan, Orban oder wie auch immer heißt, dass unser System stärker ist und die besseren Ergebnisse für Menschen am Ende bringt. Und diesen Beweis muss die Europäische Union antreten. Wir müssen uns halt bewusst machen, wir sind zwar in Deutschland das größte Land in Europa mit 82 Millionen Menschen, aber im Vergleich zur Größe dieser Welt sind wir nichts. Wir sind 1% der Weltbevölkerung und niemand da draußen, kein Trump und sonst wer, wartet darauf, was wir wollen und was wir sagen. Sondern es funktioniert nur, wenn Europa gemeinsam sich auf Positionen einigt und die selbstbewusst gegenüber allen anderen vertritt. Und deswegen, ich mache ein Beispiel, würde ich mir zum Beispiel wünschen, wenn wir über Kriege und Konflikte in der Welt reden, dass wir damit aufhören, dass mehrere europäische Staaten Sitze im UN-Sicherheitsrat haben, wo häufig über Krieg und Frieden und über Interventionen entschieden wird, sondern dass man sagt, wir nehmen einen gemeinsamen Sitz, weil das bedeutet, bevor da jemand für uns den Arm hebt, müssen wir uns geeinigt haben, was wir eigentlich wollen. Ja, wir müssen uns selber zwingen, zusammenzuarbeiten und zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen, Kompromisse einzugehen letztlich. Und das kann die Stärke, oder das war immer die Stärke des europäischen Projekts. Mhm. Und dem eifern viele in der Welt nach und wollen auch ähnliche Verbünde aufbauen. Aber die gucken jetzt natürlich in der Phase, wo Großbritannien austritt und andere am Wackeln sind, schauen die auf uns. Schaffen die das, ihre Staatengemeinschaft zu stabilisieren, auszubauen und sie zu einem sozialen Ort zu machen, wo für ganz normale Leute das Leben besser wird? Oder ist es nur ein Machtapparat am Ende? Dann wird das Ding keine Zukunft haben. So, und dafür treten wir ja auch bei der Europawahl nächstes Jahr an. Einfach nur zu sagen, Europa ist super, wird nicht ausreichen, sondern man wird auch sagen müssen, wohin man dieses Europa entwickeln will. Und das heißt, in Richtung von mehr Solidarität, mehr sozialem Ausgleich, mehr Gerechtigkeit, gerade gegenüber den Mittelmeerstaaten, wo wir hohe Jugendarbeitslosigkeit und Ähnliches haben, dort entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit der Europäischen Union. Es ist noch genauso, Marius und Kevin, mit dieser Zollsache. Amerika erhebt Zölle, Europa erhebt Gegenzölle. Führende Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland haben gesagt, das Gegenteil wäre genau richtig, Zölle abbauen. Hätte man das Gleiche erreicht für alle Länder, nur die Wirtschaft würde auf Dauer wachsen. So wird die Wirtschaft blockiert. Also ich habe so einen Eindruck, es gibt immer mehr Regierungschefs, die wirklich nur an ihre Nation denken, egal wie es anderen geht. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Total richtig. Ja. Ne? Und was wir in dieser Welt deutlich mehr brauchen, ist fairer Handel. Ja. Und zwar in erster Linie gar nicht unbedingt nur mit den USA, sondern vor allem mit den Staaten des globalen Südens, die wir immer noch extrem ausbeuten. Aber was man vor allem jetzt in dieser Handelskrieg, so wird das ja immer genannt, Debatte, was man da sieht, ist, Deutschland ist ungesund aufgestellt mit diesen extremen Exportüberschüssen. Wir feiern uns zwar jedes Jahr, wir haben ein schönes Wort dafür erfunden, Exportweltmeister, das klingt dann so wie Fußballweltmeister und das ist schön und deswegen ist Exportweltmeister auch schön, aber so ist es nicht. Unsere Wirtschaft ist extrem abhängig davon, dass Leute in aller Welt unsere Produkte abnehmen und wenn dann jemand wie Trump kommt und plötzlich verrückt spielt, dann merken wir, dass der uns ein Stück weit in der Hand hat. Ja, und insofern muss man ja auch sehen, auch bei der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa, warum sind da Staaten wie Griechenland in die Knie gegangen? Na, auch weil es dort kaum noch produzierendes Gewerbe gibt. Die Märkte dort sind überflutet mit deutschen Waren. Und dann fragen viele zu Recht, wie können die sich denn mit viel niedrigerem Lohnniveau diese deutschen Waren kaufen? Ja, und das ist aber beim nächsten Punkt, weil wir das erkauft haben über eine extrem niedrige Lohnpolitik in Deutschland über die letzten Jahre. Und deswegen muss es auch darum gehen, dass wir unseren Markt hier vor Ort stärken, ja, dass Löhne steigen, dass wir mehr auch auf Importe wieder setzen und uns auf unser Kerngeschäft hier konzentrieren. Ich habe so einen Eindruck, ein Problem, das hast du schon mal angesprochen, Marius, sind auch die großen, hohen Unkosten. Wenn du zum Beispiel eine Miete hast, ist ja der Mietpreis nur ein Teil, Strom, was weiß ich, Kanalanschluss, das wird immer teurer. Und da muss die Politik auch Antworten finden, weil du kannst nur so viel ausgeben, wie du hast. Und wenn das immer höher wird, sodass der Normalsterbliche sich bezahlen kann, wo soll das hinführen? Und da denke ich, hat auch der Ralf Stegner gesagt,
Digitalisierung, Umweltschutz, das sind Probleme, die wir ansprechen müssen in der SPD, aber bei allen Parteien. Aber die SPD ist halt dafür prädestiniert, Lösungen zu finden als soziale Partei. Ist ja ganz logisch. Also die Dinge, dass nicht nur die Gehälter steigen müssen, sondern dass auch die Unkosten, die Nebenkosten runter müssen. Dieser Zusammenhang muss mehr gesehen werden. Oder seht ihr das anders? Nee, das sehe ich ähnlich. Und wir dürfen diese Probleme, die du eben genannt hast, nicht nur ansprechen, wir müssen sie auch lösen. Das ist ja genau das Problem. Klar startest du einen Erneuerungsprozess einer Partei erstmal mit den richtigen Fragen, die sind essentiell für eine Debatte, aber es muss jetzt eben darum gehen, in unserer schnelllebigen Zeit auch richtige Antworten zu finden und das relativ kurzfristig. Aber genau darum geht's. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft das Problem, dass es im Moment relativ wenige gibt, die sagen können, der nächsten Generation geht es automatisch besser. Es ist Abstiegsangst da, es gibt viele Zurückgelassene, diejenigen, die aufgestiegen sind, denen geht es materiell so gut, dass sie sagen, ich brauche eigentlich dieses Umverteilen nicht. Und genau, aber ich glaube, genau da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Die Verteilung von gesellschaftlichem Wohlstand in unserem Land, die stimmt einfach nicht. Ja, es ist bei uns eine gewisse Verteilungsungleichheit einfach mittlerweile da, wo wir in meinen Augen auch ganz klar ran müssen. Es wird nur so gehen, dass wir sagen, wir müssen diesen Wohlstand umverteilen. Es geht darum, Wohlstand für kleine und mittlere Einkommen zu mehren. Natürlich ist das Senken von Nebenkosten, wie du sie genannt hast, ein Weg. Warum sagen wir als hessische SPD perspektivisch nur ein Drittel des Einkommens für Miete ausgeben? Weil wir das im Blick haben, weil wir sagen, wir wollen da Angebot und Nachfrage in ein gesundes Verhältnis bringen. Aber am Ende wird es auch viel über die Frage der Löhne gehen. Das ist ganz klar. Wir brauchen bessere Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Wir brauchen in meinen Augen auch durchaus die Gedanken, hat der Olaf Scholz dir auch schon zugestimmt, steigern wir den Mindestlohn signifikanter, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie gehen wir an sehr hohe Vermögen ran. Und als Partei der Arbeit ist es mir nochmal ein ganz besonderes Anliegen, als persönliche Note zum Schluss. Wir müssen eine klare Position einnehmen, dass Arbeit und Kapital, was die Besteuerung angeht, getrennt voneinander behandelt werden und wir Kapital nicht niedriger besteuern als Arbeit. Also ich würde gerne den Mittelstandsbauch abschaffen in unserem Steuersystem und dafür lieber bei Finanztransaktionssteuer oder bei Kapitalertragssteuer oder auch bei Vermögenssteuer klare sozialdemokratische Akzente setzen. Weil eins ist auch klar, wenn wir den Grundsatz von Jeremy Corbyn mal nehmen, for the many, not the few, dann musst du dich halt irgendwo entscheiden. Du kannst nicht mit einem verwaschenen Programm alle Menschen dieser Welt ansprechen. Wir müssen erkennbar sein. Und dann müssen wir uns entscheiden für die Arbeitnehmer und gegen die Konzernchefs. Und das ist genau das, was ich mit klarer Kontur und klarer Erkennbarkeit unserer Partei meine. Was mir auch auffällt, ist mir in Bayern aufgefallen. Die Grünen mit ihren Spitzenkandidaten haben auf gute Laune gemacht. Und es hat auch was ausgemacht. Das heißt, es kommt heutzutage bei den Menschen, wenn eine Wahl ist, nicht immer auf den Inhalt an, sondern auch auf die Präsentation. Und wenn einer nach Hause denen eine gute Welt präsentiert, wo die Wähler den Eindruck haben, die machen es besser, dann werden die gewählt. Früher hat man bei der SPD das Parteiprogramm auswendig gekannt. Heute fragen wir selbst Wähler, die schon jahrelang die SPD wählen, was ist das Parteiprogramm der SPD? Die sagen, der ist mir sympathisch, deswegen und deswegen wähle ich die SPD. Und es hat sich auch ein bisschen geändert. Und ich bin mir sicher, Marius, du kommst so sympathisch rüber, dass du nicht nur von deinen Ansichten, von deinen Fachkenntnissen, auch von deiner Ausstrahlung gewählt wirst. Und ich bin mir sehr, sehr sicher. Bei Kevin ist es sowieso keine Frage. Ne? Noch wenn du das sagst, dann nehme ich das mal so mit. Ja, nehmen wir es so mit. Aber obwohl ich gemerkt habe, der Kevin macht eigentlich das bei den Jusos oder in der SPD, was er eigentlich von den anderen verlangt. Er polarisiert. Das heißt, entweder sind wenn man die Leute anspricht, haben die riesige Fans. Kevin ist der Beste. Super Kevin. Ne? Ja. Oder die sagen, naja, das soll auch mal ein bisschen langsam machen. Ja. Also das heißt, auch da gibt es doch völlig okay, genau. Und das musst du eigentlich erreichen. Ne? Ja, klar. Ich will, so wie ich nicht will, dass meine Partei von allen beliebt wird, weil das bedeutet, dass sie beliebig ist, so will ich das für mich auch nicht. Ja? Und das ist völlig in Ordnung, wenn sich Leute kritisch äußern und sagen, der hat doch einen Knall, das ist ja alles viel zu radikal. Das geht jetzt nicht. Ja, mir geht das auch so, wenn ich Leute von der Union in der Talkshow sehe, im Fernsehen, und die mich richtig aufregen, dann muss ich mir eigentlich am Ende eingestehen, dann haben die ihren Job gut gemacht. Mhm. Weil ich bin kein konservativer Wähler und deswegen will ich von denen auch gar nicht angesprochen werden. Und so soll es andersrum auch sein.
Ich will dir aber vielleicht mal persönlich ein lobendes Wort noch zuteil werden lassen, weil es immer schwer ist, über sich selbst zu sprechen, aber mal von mir eine Rückmeldung einfach auch so als Parteibasismitglied. Du hast einen ganz großen Verdienst. Du hast es durch deine klare Positionierung in dieser Diskussion, Große Koalition, ja oder nein, geschafft, den Laden zusammenzuhalten, weil du das personelle und inhaltliche Angebot für jene warst, die in dieser Abstimmung sich gegen diesen Vertrag entschieden haben. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir ohne katastrophal große Austrittswellen, ohne interne Verwerfungen und ohne Wunden, die bleibende Narben im Gesicht der anderen hinterlassen haben, diesen Prozess gestalten konnten. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und das ist dein Beitrag, auch den Laden zusammengehalten zu haben. Wirklich. Wenn ich euch beide so anschaue und zuhöre, dann finde ich, seid ihr beide das beste Beispiel, wie man von Landespolitik, Bundespolitik freundschaftlich in einer Partei zusammenarbeiten kann. Ich glaube, da fehlt es auch manchmal. Ne? So, sagen wir so, die Ansprechstation von der Basis zur Spitze. Da haben wir viele Politiker gesagt, das kommt oft einmal oben gar nicht an, was wir unten an Arbeit leisten. Siehst du das auch so, Marius? Ja, ich glaube aber, es geht nur, wenn wir gesamtgesellschaftlich gut zusammenarbeiten und über alle staatlichen Ebenen hinweg Politik aus einem Guss machen. Ich merke das im Moment sehr, sehr stark, wenn ich Hausbesuche mache, dann kommt relativ schnell die Aussage, ja, die SPD im Bund sehe ich so und so, die hessische SPD sehe ich so und so, ihr vor Ort seid nochmal was anderes. Ich will mal ein schönes Beispiel nennen, wie man sowas aus einem Guss auch gestalten kann. Das ist bei uns das Thema Wohnungsbau, was halt auch wesentlich wichtig ist. Wir haben uns in Berlin dafür stark gemacht, einerseits den Föderalismus so weit wieder zu entflechten, dass der Bund in das Thema sozialer Wohnungsbau wieder rein kann. Ja. Finde ich gut. Wir haben uns dafür stark gemacht, den Bundeshaushalt Mittel bereitzustellen für die Direktfinanzierung von bezahlbarem Wohnraum. Finde ich super. Ja. Wir treten auf Landesebene dafür an, Förderrichtlinien zu entbürokratisieren und im Endeffekt auch echte Zuschussförderungen zu etablieren, weil wir sagen, wir wollen das, wir wollen im Thema Wohnungsbau da einen Schwerpunkt der nächsten Jahre widmen. Wir sagen im Kreis, wir wollen mehr Bauland zur Verfügung stellen, wir wollen den Kommunen Know-how liefern, um sozialen Wohnungsbau schaffen zu können. Wir unterstützen jetzt auch mit einer Wohnraumagentur genau diese Bestrebungen. Und vor Ort haben wir bei uns in Lambertheim ein 250.000 Euro Zuschussprogramm für bezahlbare Wohnungen auf den Weg gebracht und haben es jetzt geschafft, nach 2 Jahren endlich wieder 37 neue Sozialwohnungen in die Förderung zu bekommen, die neu entstehen zu lassen, was unseren Bedarf nur zu 10%, aber immerhin zu 10% deckt, was ja auch die Dimension der Aufgabe nochmal deutlich macht, vor der wir da stehen. Und wenn du das sagen kannst, wenn du sagen kannst, du bist auf allen Ebenen in der Frage glaubwürdig, dann haben wir auch eine gute Chance, wieder unsere Bundespolitik so zu transportieren, dass die Wählerinnen und Wähler sie zu schätzen wissen. Ja, Horst Zierow, der ja fast 20 Jahre im Deutschen Bundestag seine Reden gehalten hat, war immer dafür bekannt, wenn die Regierungssprecher, wenn die Chefs ihre Regierungserklärung abgegeben hatten, dass er dann kam und die wenigen Leute, die noch da waren, begeistert hat. Mhm. Und ich glaube, die Begeisterung in der Politik spielt auch eine wichtige Rolle, damit die Leute sehen, aha, er ist von denen nicht überzeugt, sondern er macht es von Herzen. Und das fehlt auch manchmal ein bisschen. Wenn ich so die Talkshows angucke, die sind sich zwar alle einig, aber so von innen raus kommt eigentlich es nicht. Es kommt alles so, ist mir so, ja, so nonchalance, wie man so schön sagt. Keiner will den anderen wehtun. Ja. Und ich glaube, die neue Generation an Politikern, die denkt wieder anders. Die setzt sich wieder ein für ein gerechtes Deutschland, für die Bürger, dass es allen Bürgern wieder ein Stück besser geht. Sowohl den einen wie den anderen. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann bist du Parteivorsitzender der SPD, Kevin, und du bist Landtagsabgeordneter, vielleicht irgendwann Ministerpräsident von Hessen, wer weiß. Ja. Ziele muss man haben. Ihr seid noch beide so jung. Erstmal lässt er nochmal 10 Jahre den Thorsten machen. Genau, dann wollte gerade sagen, erstmal machen wir den Thorsten jetzt zum Ministerpräsidenten. Dann ist der Kevin noch Kanzler. Ja, genau, so, genau so machen wir das. Und ich lebe immer noch, wir treffen uns dann wieder zu einer gemütlichen Runde. Das tun wir. Mit dem Kanzler und mit dem Ministerpräsidenten. Euch daran erinnern, wenn das passieren würde. Bitte. Dein Wort ist. Wir sollen uns nur noch einigen, wer den Rainer als Regierungssprecher genau, hat. Ja. Da balgen wir uns dann drum, wenn Rainer kriegt. Und am 28. Oktober nicht vergessen, SPD wählen für ein gerechteres Hessen, für eine Erneuerung. Und wie hast du schon gesagt, Marius, es wächst eine Generation ran, die wieder an die Bürger denkt und nicht nur
an die Politiker selbst. Ich bedanke mich bei euch, Kevin. Ich bin stolz, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke. Marius, ich bin stolz, Dankeschön. Dass du das organisiert hast, ja. Dass der Kevin zu mir gekommen ist. Und ich wünsche euch beiden das Beste, dass du gewählt wirst und dass du mit deinen Thesen immer mehr Leute Gehör findest, um die SPD wieder von Grund auf, wie du es dir vorstellst, zu erneuern. Denn das hat die SPD verdient und ist den Bürgern schuldig. Das war's bei Rainer Zipfels Talkrunde mit dem Bundesvorsitzenden der Jusos, Kevin Kühnert, und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden der SPD Lauernheim, Marius Schmidt, Landtagskandidat am 28.10. bei der Wahl, bei der Hessenwahl für den Wahlkreis Bergstraße 1. Ohne Großrohrheim, haben wir gedacht. Richtig, ja. Leider. Ja, am Donnerstag kommt dann der Klaus Böhm. Er ist ein Urgestein aus Kandel. Er ist in 70 Jahren war der Klaus Böhm aktiv. Vielleicht kennt ihn einer von euch, der kommt am Donnerstag zu mir. Und dann geht's weiter. Nächstes Jahr hat sich der Christian Ströble angesagt, der kommt auch. Und dann kommt im November sowieso SPD, Hoher. Da kommt der Markus Rindesbacher von der Bayern-SPD. Dann kommt die Hertha Däumler in Wien. Der Franz Müntefering kommt. Und wer kommt da noch? Leni Breiweier kommt auch noch aus dem Schwabenland. Wahnsinn. Mensch. Alles klar. Und irgendwann kommt ihr beide wieder mal zu mir. Ja. Oder auch gerne einzeln. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zu dieser für mich frühen Zeit da wart. Das war's. Wir winken nochmal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Rainer Zipfels Talkrunde. Tschüss.